Ich bin die Claudia Erschwendner, ich wohne in Michelbeuern. Wir betreiben da einen Erlebnisbauernhof. Wir haben alle möglichen Tierrassen, angefangen von Kühen über Ziegen, Schweine, Schafe, Ponys, alles Mögliche, was am Bauernhof so lebt. Und wir machen halt so verschiedene Workshops für Kinder mit verschiedenen Themen. Bei den Kühen haben wir zum Beispiel ganz was Besonderes, das ist unser Kuschelerlebnis. Bei dem lernt man die richtigen Verhaltensregeln, wie man mit Kühen umgeht, auf was man aufpassen muss. Ganz wichtig ist zum Beispiel, dass man Kühe nicht zwischen den Hörnern angreifen soll, sondern wenn, dann am Nasenrücken oder noch besser wäre von unten, also praktisch unter die untere Seite beim Unterkiefer bzw. beim Hals. Wenn man sie vorne zwischen den Hörnern angreift, dann kann die Kuh das einfach sehen, wie wenn man sie attackieren möchte, weil Kühe mit den Hörnern kämpfen. Dann eine zweite Sache ist, dass man einmal eine Armlänge Abstand halten soll. Wenn man sie zum Beispiel striegeln, wir machen das ja mit den Kindern, dann ist einfach wichtig, dass die Kinder ihren Bereich rund um die Füße schützen, und das lernen sie am besten, wenn man sagt, es gehört immer eine Armlänge Abstand. Das respektieren auch unsere Kühe, die haben das gelernt von klein auf. Und eine dritte Sache wäre, dass man zum Beispiel darauf achtet, auf die Körpersprache der Kühe. Ja? Zum Beispiel, wenn eine Kuh den Hals in Falten legt, dann ist sie misstrauisch oder sie versteht irgendwas nicht, was man von ihr will. Und das sind so Sachen, wenn man die respektiert und aufpasst, dann sind sie weniger gefährlich.